Was man hier nicht so besonders gut sieht, die Verschneidungen mit Zwischenwandanschluss an die tragende Schichte der Außenwand. Ich stelle mal kurz auf 1:220, um das zu zeigen. Das heißt, eigentlich müsste das durchgehen, das unterbrochen werden, das hier so anschließen und so weiter. Steuerung alles, Steuerung 0 alles. Dann, das habe ich eingestellt, damit es mir nur die Innenwände aktiviert. Das mache ich dann später. Zuerst Optionen, Elementattribute, mehrschichtige Bauteile. Unsere schöne 12 cm isolierte Wand hier hat eine Priorität von 12 eingestellt. Okay, nochmal. Plus die Innenwände im Gegensatz dazu, STRG HTST, haben nur 8. Wenn ich jetzt auf 12 gehe, okay, stimmt es auf einmal. Das heißt, die Prioritäten der Schichten müssen zusammenpassen oder ähnlich sein. Sonst funktioniert es nicht. Gut, wieder zurück ins zu 100 und danke.